Mit Donner und Räusche in Bewegung. Wir freuen uns, endlich wieder am Start sein zu dürfen nach langer Pause hier am Ballingdamm bei Donner und Räusche. Und mit dabei die Goldtobis. Wir durften sie gestern ja schon hören bei Markus Fit im Talk. Also haben wir schon einiges gelernt. Aber heute ist jetzt in Bewegung Training dran. Und insofern, Philipp wird übernehmen. Und ich bin gespannt, welche Übungen ihr uns verratet. Ich auch. Ja, es soll um Training gehen und na klar, wir wollen natürlich mal gucken, was ihr so in eurem Training speziell macht. Also was passiert eigentlich im Rennrodelsport auf der Athletikseite? Ihr seid Athleten, dann spricht man im Training nicht mehr über Fitnesstraining, sondern dann reden wir über Athletiktraining. Und das ist sicherlich auch eine andere Nummer, sprich die Intensitäten, die da gefahren werden, die Häufigkeiten sind einfach andere. Da wird einfach anders trainiert, entsprechend kommt man auch zu was. Und ich glaube, wer da nicht viel reingibt, der muss oder darf auch nicht viel erwarten, oder? Wie ist so da eure Erfahrung? Mit dem, was man reingeben muss an Training, um auch Erfolg zu haben? Also auf der Athletik-Training-Seite? Ja, man muss schon immer mit 100% dabei sein. Mhm. Also wenn jetzt die Lust aufs Training nicht ganz so da ist, entweder holt man sich nochmal die Motivation über Musik oder von außen halt. Und wenn nicht, der Trainer, der gibt ja auch schon ein bisschen Gas, damit das passt. Aber wichtig ist, dass man bei den Übungen wirklich zu 100% dabei ist, weil sonst kann man sich auch schnell mal verletzen. Und da legen wir sehr viel Wert drauf. Auch gut aufwärmen vorher. Unbedingt, und, und ein bisschen andehnen, anstretchen, dann, dass die Muskulatur wirklich geschmeidig ist. Okay. Eben schon kurz gehört, Musik spielt eine Rolle. Hast du ein spezielles Repertoire an Songs, eine eigene Playlist, die du nutzt, um dann dich ein bisschen zu pushen vorab? Wie sieht das aus bei dir? Ja, wenn ich mich vorab irgendwie warm laufe oder wenn ich alleine bin, dann habe ich eher so ein bisschen die rockige Musik drin. Ansonsten, wir versuchen uns im Team dann auch aufzuwärmen mit Badminton oder ein bisschen Fußball, ein bisschen Kicken, Spikeball. Dass du ein bisschen Spikeball auch spielst und so, also cool. Solche Sachen, ein bisschen aufwärmen, ein bisschen Lockerheit reinbringen und dann, wenn es zu den Übungen geht, einfach 100% durchziehen. Und dabei bleiben mit dem Kopf und schauen, dass die wirklich sauber und ordentlich ausgeführt werden, weil sonst, wie es der Tobi schon gesagt hat, kann es irgendwie zu Verletzungen führen, wenn man das nicht ordentlich und... Dazu zu sagen ist, wir haben zurzeit von März bis Juni ist der Kraftausdauerbereich mit Stumpfgabe und es ist aber nicht unsere Hauptaufgabe, weil wir Rodler, wir müssen am Start schnell wegkommen und die Explosivkraft ist eigentlich das, was wir richtig gut meistern müssen. Ja. Und die vorbeugenden Übungen sind sehr, sehr wichtig, dass halt das ganze Gesamtgerüst hebt im Endeffekt. Und das ist jetzt vom Rodler nicht die Lieblingsübung, hier die Stabi-Übungen, weil die Kraftausdauer, die wird ja schon beansprucht. Ja, total. Wir freuen uns dann immer so ab Juli, August, wenn es in die Schnellkraft geht und Maximalkraft, da sind wir dann wieder richtig glücklich. Und das sind halt so Übungen, die machen wir nicht gerne, müssen wir aber machen, sind sehr wichtig und da spielt halt die Motivation eine große Rolle. Ja, beim Start, ihr habt die kurzen, schnellen Schläge. Wie viel sind es? Das weiß man ja ziemlich genau. Zwischen 3 und 5. Zwischen 3 und 5, okay. Das heißt also, das ist dann ja definitiv Explosivkraft, Maximalkraftbereich, den ihr dann sozusagen vor den wichtigen Wettkämpfen wahrscheinlich primär habt im Training. Und dann habt ihr, wie eben schon gesagt, die Kraftausdauerbereiche. Da habt ihr Wiederholungszahlen von circa? 15 bis 20. Ja, so in dem Kraftausdauerbereich. Beziehungsweise machen wir solche Übungen auch gerne mal nach Zeit. Also da haben wir so 30 bis 45 Sekunden pro Übung, pro Seite, die wir da durchziehen. Und, so ein Art Zirkeltraining. Genau, so ein Art Zirkel ist das. Und ja, es ist nicht unsere Lieblingsübung, wie der Tobi schon gesagt hat, aber es gehört dazu und je besser du dich da vorbereitest mit den Übungen, desto stabiler und desto verletzungsfreier gehst du dann auch durch die Saison. Ja, da tust du dich schon viel leichter. Ich habe schon viele tolle Sachen eben gehört. Alleine, dass die Übungen ordentlich ausgeführt werden sollen, dass dort also der volle Fokus da ist. Ich mag es sehr, wenn man auch in dem Athletikbereich, in dem Fitnessbereich, sagen wir mal, Wert darauf legt, wie die Ausführungen sind. Das ist also, höre ich sehr gerne. Mhm. Ja, und es hätte mich auch verwundert, wenn das nicht bei euch der Fall gewesen wäre. Auf dem Leistungsniveau kann das nicht anders funktionieren. Und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt machen. Und mich interessiert als erstes, vielleicht fangen wir mal da an. Ihr habt Aufwärmen sehr betont. Mhm. Das ist also sehr wichtig. Sehe ich genauso. Ist absolut, spielt eine große Relevanz. Hat eine große Relevanz. Und die Frage ist, habt ihr mal vielleicht 1, 2 Aufwärmübungen, die ihr macht, die vielleicht so in eurem Standardrepertoire liegen? Sagen wir es mal so. Ja, das ist jetzt schwierig vorzumachen, weil wenn wir Rennen haben oder bei Olympia zum Beispiel, wir schauen halt extrem, dass die obere Partie von den Schultern her
Also da joggst du dich warm und dann machst du ganz viel in alle Richtungen. Leichtes Andehnen. Ein bisschen Hüftgeisen, ein bisschen Armgeisen. Aber da sind wir ja schon. Und solche Sachen dann eben zum Aufwärmen, genau. Okay, genau, das ist doch schon mal gut. Und der Rückenstrecker ist auch, der wird ja auch sehr beansprucht. Ja. Da gehen wir dann hin und machen dann erstmal langsam und dann, wenn wir dann richtig warm sind, so ganz explosive Bewegungen. So, also aber so, so halbe Stunde vor Start und dann gar nichts mehr. Okay. Dann ruhen lassen. Mhm. Dann Pause, solange Kopffokus. Genau. Ja. Fokusarbeit, wenn ihr, habt ihr da was Spezielles noch? Also ich habe schon viele Sachen gesehen, sehr viele Sachen, Beispiel im Formel-1-Bereich zum Beispiel wird auch sehr viel mit Tennisbällen gearbeitet, Nadines Lieblingstool, ja. Das heißt also, dass die Leute dann, da gibt es einen Trainer, der lässt einen Ball fallen und greifen die Idee. Ja, das sind, genau, das sind so die Standardübungen. Stehst auch an der Wand und hinter dir schmeißt dann, zum Beispiel schmeißt der Tobi den Ball an die Wand und ich muss ihn halt dann fangen, da wo er ihn hinschmeißt. Oder wir stehen auf dem Schwebebalken und unser Trainer wirft uns einen Ball über den Kopf zu und den müssen wir fangen. Und du weißt nicht, wann er kommt, du weißt nicht, wie er kommt. Und was für ein Ball kommt. Also das kann ein Tennisball sein oder ein Basketball oder ein Fußball. Place-Court, dann nehmen wir auch her. Genau. Kennst du Place-Court mit den Farben, die Lichter, die leuchten? Die Lichter, genau. Da müssen wir auch wegen der Reaktion, machen wir auch alles. Genau. Also sehr, wie man schon sieht, wir trainieren sehr breit aufgestellt. Also auch, wir machen auch Koordination, wir balancieren, das ist ab und zu wie im Zirkus bei uns. Also es sind ganz viele kleine Bausteine, die halt dann passen müssen, um dann am Ende die Spitzenleistung zu erzielen. Teilweise auch so Rechenaufgaben mit rechts oder links fangen dann den Ball. Also wenn es gerade Zahl ist, dann mit rechts fangen, ungerade mit links und dann heißt es 1 plus 3 und dann musst du mit rechts fangen. Ja. Und solche Sachen, dass du halt im Kopf auch fit bist und fokussiert eben auf die Übung und stabil bleibst auch noch dabei. Ja, sehr schön. Wir machen mal was. Okay. Und ich schlage vor, wir gehen mal in eine Übung rein, die sich so in der Rumpfstabilität abspielt. Das dürfte also vom Trainingszyklus her aktuell in eure Phase passen, oder? Und das gucken wir uns mal an. Ein Seitstütz und ein Seitstütz mit Rotation, dass wir so mal ganz viel Rumpfkraft haben und so ein bisschen Rumpfrotation mit einbauen. Ich glaube, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Ja, also das ist eine Übung, die bei uns auch eigentlich tagtäglich auf der Liste steht. Perfekt. Also so entweder langer Arm oder kurzer Arm. Am gestreckten Arm oder am aufgelegten Arm? Aber was ist denn euer Favorit? Ich nehme euren Favorit. Also, ich könnte einer am kurzen Arm machen und einer am langen Arm. Machen wir das so. Ja. Ja? Langer Arm, kurzer Arm? Ja. Ja? Gerne. Cool. Geht mal rein, genau, und macht sie mal genauso, wie ihr sie macht. Also, wie man kann, ihr sie machen würdet. Man kann auch, um es leichter zu machen, hier mit dem Fuß ein bisschen rausgehen. Ja. Mhm. Also oder man legt die Füße aufeinander. Und dann, also, und dann dreht man sich ein und dann dreht man wieder raus. Mhm. Genau. Schön die Hüfte mit nach vorne schieben dann, beim Rauf, dass man gerade bleibt. Mhm, diese Streckung hat. Ja. Genau, also haben wir eine schöne Übung, die entsprechend die komplette seitliche Rumpfmuskulatur hier trainiert. Durch die Rotation muss die komplette Schulter-Rotatorenmanschette extrem viel arbeiten und hat sozusagen eine hohe Stabilisationsaufgabe. Und die Rotation ist natürlich auch für die Wirbelsäule entsprechend im Bereich der Beweglichkeit einfach super. Genau. Ihr dürft gerne mal euch rausnehmen. Ich glaube sonst nicht, dass ihr... Wichtig wäre natürlich, die Seiten dann zu wechseln. Klar, Seiten dass man nichts nicht einseitig man macht. Hat immer, man hat immer eine Lieblingsseite. Ja. Also schon immer beide. Was ist deine Lieblingsseite? Rechts? Kannst du das sagen? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Gibt es Seiten, die bei euch auch in dem Bereich spürbar vielleicht schwächer sind und auf die man bei denen man mehr macht, vielleicht einen Satz mehr, vielleicht ein paar mehr Wiederholungen? Du merkst schon, welche Seite besser ist und schlechter ist. Mhm. Wir machen dort auch ein paar Mal im Jahr wirklich Rumpftests, um zu schauen, wie das Seitenverhältnis ist, ob es relativ gleich ist oder wo du Schwächen oder Stärken hast. Also die macht ihr dann im Olympiastützpunkt genau, in den entsprechenden Geräten, genau, wo man sich richtig voll reinarbeiten muss. So, genau. Und dann sieht man ja sehr genau, wie viel Kraft kann man aufbringen auf die eine wie auf die andere Seite. Aber du hast gerade eben den Seitstütz uns vormachen lassen. Da gibt es nämlich auch noch eine gute Übung. Ja. Die würde ich gerne noch mit einstreuen. Wenn wir schon in dem Seitstütz sind, dann könnte man ja rein theoretisch dann gleich mit dem Beinheber mitarbeiten. Das geht halt hier alles noch auf. Da kann man dann eine Kombo-Übung machen. Du machst einmal die Hand, wenn du oben bist, dann den Fuß. Kommt das Bein. Das ist halt dann schon fortgeschrittener. Sehr gut, die nehme ich auch gleich mit auf für die Donner und Räuschel in Bewegung-Kurse. Von daher wird die Übung auch da einen Platz finden. Ich nenne sie die Gold-Tobi-Seitstütz-Übung. Ja, genau. Aber du merkst, wenn du das Bein hochnimmst, schon, worauf die Gesäßmuskulatur mit dazukommt. Gut, ankommt. Wir haben Rumpfkraft. Ja. Welche Komponenten sind bei euch essentiell und die wichtigsten? Also wir haben ja die schnellen Schläge am Anfang. Ich habe primär diese im Kopf, wenn ich die Bilder sehe, wie ihr am Start seid, wie es losgeht, was dann passiert in diesen ersten paar Sekunden, um wirklich das Maximale rauszuholen, um die Bahn zu starten.
da sehe ich. Wenn man ehrlich ist, also ganz viel. Man kann Rumpfkraft haben ohne Ende, wenn du am Start oben einfach nicht wegkommst, wenn die BWS, die Muskulatur, die Zugkraft nicht da ist und du bist am Start einen Zehntel langsamer, kannst du es nicht mehr aufholen. Das ist unser essentielles Diese explosive Zugkraft. Stark, finde ich gut. Was machen wir, um die zu trainieren? Was macht ihr? Wir haben ein paar Kettlebells hier, wir haben hier so Bänder. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie ihr mit denen arbeiten könntet. Da können wir mal eine Schnellkraftübung könnten wir auch mal zeigen. Ja, sehr gut. Sollen wir mal? Gerne. Dann ihr beide mal. Ja. Mal. Wichtig ist festhalten. Ne? Ja. Also kein, ist das ist ein hartes Band. Das ist ein härteres Band. Das hat schon ein bisschen was. Ja. So, und jetzt mache ich gehe jetzt nach hinten. Gell? Ja, schauen wir, ob es geht von der Ding her. Geht's? So, und dann ein bisschen auf Zug gehen und dann Vorspannung und dann wirklich explosiv alles rein. Ja? Und wichtig ist, dass es stabil bleibt. Und es geht auch natürlich in die andere Richtung, weil wir haben die Zugphase und dann die Rückholphase und dann gehen wir so auf Zug. Ja, und ihr wollt schnell vor, ja, genau. Dass beide Wege optimal gemacht werden, so schnell wie es geht und die Powerbewegung nach hinten durch, dass da wirklich was bei rumkommt. Das sind so Schnelligkeitsübungen. Aber das machen wir wirklich spät hinten raus, weil gutes Warm-up. Da brauchst du ein gutes Warm-up, weil sonst bist du gleich. Ich spüre jetzt schon wieder, dass so ein leichter Zug da ist. Also das ist. Aber für den Schulterbereich zum Beispiel, gerne. Wenn wir jetzt dabei sind, gibt es auch für uns eine spezielle Übung, die wir nicht gerne machen, aber die dazugehört. Du gehst quasi auch so das rein. Das ist die euch am ehesten so weiterbringt. Genau. Und gehst, sehr schön. Wirst klein und gehst, wirst groß. Ja. Und streckst es. Andere Beine nach hinten. Sehr gut. Weg. Die ist schön, die gefällt mir gut. Die ist hammerhart. Die kommt auch in mein Training jetzt. Und da musst wirklich, die ist hammerhart. Wenn du die 20 Mal machst, du kannst, dann du da noch bisschen kannst du deine Arme nicht mehr bewegen. Wenn du dann in die Waage noch gehst, also ein bisschen genau. Mehr, dann das ist. Da geht es halt je nach Schwierigkeit, ob du dann weiter nach vorne gehst oder nach oben. Also das kannst dann variieren, so wie du drauf bist. Finde ich super. Ganz oft haben wir jetzt schon gehört, immer wieder das Thema Aufwärmen. Die Jungs machen sich warm ohne Ende, dass auf jeden Fall keine Verletzungen zustande kommen. Das heißt also, ein extrem wichtiger Übertrag, glaube ich, auch an unsere Zuschauer ist definitiv, wenn Training, dann vorher mit einem ordentlichen Warm-up. Und es ist, glaube ich, extrem wichtig bei euch durch den Hochleistungssport und generell für den Normalsportler, für den Hobbysportler, sage ich mal, Verletzungsprophylaxe. Ja? Und umso älter, umso wichtiger. Genau. Weil wir sind jetzt auch schon 23. Fast. Und da merken wir schon, also, dass wir müssen uns schon genauer, also mehr warm machen, anders warm machen, anders genauer. Und es dauert länger, bis du dann wirklich richtig, richtig aufgewärmt bist, weil es kann ja wirklich schneller zu Verletzungen führen, Muskelfaserrisse und so weiter. Sehen wir auch bei vielen Athleten, die sich nicht warm machen, vor allem dann im Schnellkraftbereich ist es dann extrem wichtig, dass man sich ordentlich warm macht, dass die Muskeln gut aufgewärmt sind, also gehört das Andehnen dann auch noch mit dazu, das ist dann auch so eine Sache, kurz davor ein bisschen dehnen und so. Ja, extrem wichtig, ich glaube auch, dass es so in der Gesundheit sagt man immer, mit jedem Jahr, was du älter wirst, ab irgendeinem Zeitpunkt ist fast das der ganze Warm-up-Teil der wichtigere als der eigentliche, ich nenne es mal vielleicht Krafttrainings, Kraftausdauer, was auch immer man dann macht, Teil. Und diese ganze Vorbereitung, diese ganze Pflege, die Gelenke gesund zu halten, die Beweglichkeiten sich zu erhalten, den Körper vernünftig aufzuwärmen, das vorzubereiten, das hat fast irgendwann den größeren Stellenwert als alles andere. Und das ist extrem wichtig, das vielleicht auch als Message mal hier in die Runde mitzugeben. Wir haben Zugkraft gehabt, wir haben Rumpfkraft gehabt. Was sind noch essentielle Komponenten? Beinkraft, wie sieht es damit aus? Fragezeichen. Beinkraft eher weniger, weil wir gehen auch im Windkanal und da sind wir bei BMW im Windkanal und da haben wir festgestellt, wenn die Beine zu dick werden, zu massiv, dann stehen die quasi im Wind und wir sind wie so zwei so Pfeilspitzen, also die dürfen nicht dick sein. Wir gehen Radfahren, also diese Kraftausdauer, dass die Beine nicht zu dick werden. Das geht alles, aber jetzt explizit irgendwelche Kniebeugen, Kreuzheben, das passt gar nicht in den Bereich. Passt gar nicht. Wir machen nur das, was der Tobi gerade gesagt hat. Da hat man auch immer die Grundspannung auf dem Bein drauf, wenn man diese Übung macht. Richtig, und sowas. Soll einfach nur stabil sein, aber soll jetzt nicht massiv sein. Genau. Also gerne mal vielleicht einmal einen Beuger oder einen Strecker ein bisschen trainieren, dass eben so ums Knie rum, dass die ganzen Muskeln alles stabil halten und ein bisschen einfach Prophylaxe. Ja. Und aber so speziell für die Beine machen wir jetzt explizit nichts, außer ein bisschen Radfahren und
Also es gibt kein Hypertrophie-Training in dem Sinne, irgendwas, was Muskeln aufbaut. Ne? Das ist eher hinderlich. Also man bleibt natürlich sehr sportartspezifisch, wie bei allen Leistungssportarten. Da wird man dann entsprechend auch drauf einzahlen. Zugkraft hatten wir, Rumpfkraft haben wir, Beinkraft haben wir besprochen. Gibt es noch Komponenten, die euch noch fehlen, die, wo ihr sagt, okay, das hat einen wechselrichtigen Stellenwert? Ja, also es gibt mehrere Sachen noch. Ja? Also Tobi hat gerade das vorgemacht so ein bisschen, also wir trainieren die Muskulatur am Hals. Mhm. Wir haben ja bis zu 6G, 6-7G. Ja, 6-7G, also 6-7-fache des Körpergewichts, und der Kopf liegt hinten bei unserem Schlitten eben frei, und das muss ich halt alles, müssen wir halten mit dem Kopf, und da legen wir uns teilweise auf dem Kasten, haben ein Band, wo eine ungefähr 10 Kilo Scheibe dranhängt, und ja, das hängt dann am Kopf dran, und das hältst du dann für 45, 50 Sekunden. Das ist so Renndistanz? Ja, genau, das ist so Renndistanz, und du merkst dann irgendwann, wenn der Kopf schwer wird, also dann überstreckt es dich. Sie können sich gerne mal zu Hause aufs Sofa legen und rutschen raus, bis der Kopf quasi beim Sofa raushängt, und einfach mal frei, mal ohne Gewicht, einfach mal eine Minute wirklich mal mit Stoppen halten, dann werden Sie sehen, wie man da zum Zittern anfängt, weil das ist man gar nicht gewohnt, dass der Kopf dann hängt. Und genau, wichtig ist Kinn zur Brust. Also das Kinn muss an die Brust, nicht so, weil das ist ganz schädlich für die HWS, und dann in dem Bereich muss man arbeiten. Ja. Genau. Kinder sein. Also, das sind so Sachen, die wir speziell für unser Training brauchen. Aber wenn wir jetzt nochmal ins normale Training übergehen wollen, dann gibt es zum Beispiel auch eine Übung wie ganz normal Liegestütz. Also die, auch gerne mal die Druckkraft. Die Druckkraft auf dem Kettlebell wechseln von einem zum anderen. Mit dem Ball vielleicht auch ganz normal. Lass uns doch die nochmal machen, wenn das für euch in Ordnung ist. Einer nimmt sich den Ball, der andere eine Kettlebell, und zeigt uns doch mal diese Übung, über die ihr gerade redet. Diese Übung mit dem Übersteiger, so nenne ich sie mal. Ich gebe euch mal ein bisschen Platz. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Da haben wir so ein bisschen koordinative Komponenten natürlich dabei. Die ganze Druckkraft, dann hat man immer wieder so eine Erhöhung. Entsprechend werden die Muskeln natürlich auch anders benutzt, beansprucht. Und vielmehr ist es natürlich auch diese koordinative Komponente. Ne? Bei der Kettlebell muss man eben aufpassen, dass man richtig greift, dass sie einem nicht wegkippelt. Da ist also auch ein bisschen Arbeit gefragt. Der Ball kann man noch so ein bisschen hin und her dirigieren und ein bisschen schieben. Aber hier kommen natürlich auch wieder extrem viele Komponenten zusammen. Koordination, Druckkraft, man hat Schulterpartie, Brustmuskulatur, Armrückseite. Oh, jetzt geht's los. Zu viel? Geht's? War schon 10 Stück. Okay. Aber wichtig auch da wieder, dass man da stabil und sauber arbeitet, weil wie du gerade gesagt hast, was ich noch so im Kopf habe, wo ich jetzt außer Atem trainiert habe, dass dieser Kettlewall einfach kann kippeln und da muss man wirklich sauber arbeiten, dass du nicht irgendwie wegknickst. Also das kannst du auch über einen Ball machen oder du nimmst einen Yoga-Block oder irgendwas anderes. Ein Buch kann man auch hernehmen, großes. Übersteigen. Die Bibel oder so, und dann drüber steigen. Nein, also. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Das sind auf jeden Fall schon echt viele Komponenten. Ich glaube, man kann da schon eine Menge draus ziehen. Ja. Letzter Tipp von euch, irgendwas Cooles, was ihr noch mitgeben wollt? Training, Gesundheit? Spaß haben, mit Freude dabei sein, Freude an der Bewegung. Und danach kann man, wenn man das wirklich gut durchzieht, kann man danach auch mal ein Bier trinken, ein kühles. Ja, okay. Ist in Ordnung. Und du siehst eben den Erfolg, und das ist das, was schön ist. Und du merkst einfach, dass du stabil bist und einfach dich fitter und frischer fühlst, auch wenn du dann in der Früh um 6 Uhr aus dem Bett steigst und den ersten Muskelkater hast, dann nicht gleich aufgeben, sondern weitermachen, weil es wird immer besser. Es wird nur besser. Ja. Also die ersten 2-3 Einheiten werden wahrscheinlich richtig anstrengend, und dann findet man Spaß dran. Man kann noch mehr ans Limit gehen, die Übungen wahrscheinlich noch korrekter ausführen, und da macht es immer mehr Spaß, und man sieht den Erfolg halt rasend schnell. Ja. Letzte Frage von mir. Wir waren im Training, wir haben also echt jetzt ein paar Sachen gesehen von euch. Super, echt coole Anregungen auch für mich wieder dabei. Waren wieder einiges, was ich noch nicht so auf dem Schirm hatte. Von daher vielen Dank erstmal. Aber wie sieht es aus mit der Ernährung? Es ist ja, sagen wir mal, das beste Training soll ja angeblich nicht viel helfen, wenn man die falsche Ernährung mit reinlegt. Wie sieht so eine Ernährung aus bei euch? Habt ihr spezielle Prinzipien, grundsätzliche Regeln? Ich habe festgestellt, mit hin und wieder mal ein helles oder ein Weißbier darf man sich auch was gönnen, wenn man fleißig ist. Muss sein. Muss sein. Gut. Aber wir haben eine Ernährungsberaterin aus Kelheim. Die hilft uns da, also zum Beispiel, wenn es jetzt ins Krafttraining geht, dass wir eiweißreich essen, bei der Ausdauer mit Kohlenhydraten arbeiten und
was halt wichtig ist, gesagt, die Abwechslung. Mhm. Also wirklich die Woche durch, von Montag bis Sonntag, soll wirklich ein-, zweimal Fisch dabei sein, viel Gemüse und Kohlenhydrate. Also wirklich, wir schauen, dass wir uns ausgewogen. Ausgewogen. Genau. Gesund und ausgewogen. Gesund. Genau. Mhm. Und dann, wenn es mal zum Heißhunger kommt, dann nicht gleich irgendwie zum Schokoriegel greifen oder so, sondern dann isst man halt mal ein Obst oder so, einen Apfel. Dann darf es auch Obst sein. Genau, dann darf es auch mal Obst sein. Also wirklich ausgewogen ernähren. Also eigentlich was das Normalste ist eigentlich. Ja. Jetzt nicht irgendwie spezielle Diäten, die wir uns irgendwie auferlegen, sondern... Und wenn es dann bei uns in extremen Einheiten geht, dann führen wir Eiweiß zu. Also wir haben dann Proteine, die wir, weil sonst schaffen wir das nicht... über die normale Ernährung, was wir umsetzen, quasi reinzunehmen. Ja, ja. Sonst würde man abnehmen in der Woche ein, zwei Kilo. Ja. Mhm. Das ist doch was. Also ausgewogen ernähren, gut trainieren, dann kommen entsprechend auch eine gute Leistung bei rum. In dem Fall Höchstleistung und Goldmedaillen. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz besonderer Fall. Respekt auch nochmal dafür, dass ihr das so macht, so durchzieht und so hinbekommt. Also danke. Glückwunsch, Glückwunsch. Und ich glaube, da kann man auch für sich selber eine Menge draus ziehen. Nicht nur für das eigene Training, sondern eben auch zu Hause. Ausgewogene Ernährung, gutes Training, gutes Warm-up, Regeneration hatten wir. Also da sind extrem viele Komponenten dabei. Ich sag mal, vielen Dank an euch. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß hier auch, so ein bisschen mal die Sachen auf den Tisch zu legen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwelchen anderen Hochleistungssportlern auch noch einen Gefallen getan haben. Vielleicht ja schon. Ja, nochmal eine Idee zu geben. Ja. Ja. Ich denke da speziell an die eine Übung, die kann was, die ist glaube ich, noch nicht bei jedem. Von daher sehr, sehr cool. Und genau, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ja, und wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht und ihr könnt so ein bisschen was davon mitnehmen und ja, genießt es, habt Spaß am Sport. Dankeschön. Ciao. Ja, Philipp, wir haben jetzt so ein Special und zwar Drachenboot Cup von Michael Stich. Wir fragen uns natürlich, wie können wir dafür richtig trainieren und was es braucht, damit das Boot als Sieger ins Ziel einfährt. Ja, das ist sehr komplex tatsächlich. Ich habe vorher schon mal von den Jungs gehört, dass im Idealfall die Power, die man eigentlich hat, einfach gnadenlos eingesetzt wird, oder? Das ist also die erste Idee. Ne? Genau. Aber neben dem Krafttraining, neben der puren Kraft, muss auch noch die kleine Muskulatur unten drunter muss noch auf Vordermann gebracht werden. Gut. Und dann denke ich, hast du ein paar Tipps noch, was mit da. Genau. Ja, also man darf noch dazu sagen, ihr habt ja schon Erfahrung. Deswegen sind wir auch so froh, dass ihr für uns mit uns an den Start geht und uns unterstützt und auch zeigt und ein paar Übungen jetzt verratet, wie wir trainieren können, damit wir da auch gut aussehen. Absolut. Ich glaube, neben reiner Kraft werden wir auch noch ein bisschen Techniktraining machen müssen, aber das passiert wahrscheinlich mehr im Boot. Aber hier können wir uns sicherlich auf das Körperliche erstmal konzentrieren. Wenn ihr an Rumpfkraftübungen denkt, also wenn man so überlegt, beim Drachenboot, welche Muskeln braucht man, ja, dann ist es irgendwie, es gibt einen Druckarm und einen Zugarm, das heißt, der lange Arm muss irgendwie drücken, der andere muss ziehen, der zieht gar nicht zu sehr und diese Phasen verbindet sich dann komplett mit dem ganzen Rumpf, das heißt, also wir haben ja eine Rumpfverdrehung, eine Vorbeuge und entsprechend müssen wir diese ganzen Bereiche einfach trainieren. So, da ist eine Menge los. Vor allen Dingen Rumpfkraft, da macht ihr auch eine ganze Menge. Was ist eure Lieblingsrumpfkraftübung? Ja, da gibt es einige Übungen, die richtig gemein sind, die richtig fies. Also so, wir kennen es auch unter Maikäfer zum Beispiel. Mhm. Also da hast du einen Ball zwischen den Beinen und gehst hoch und ziehst den dann quasi mit den Händen wieder nach hinten. Ja. Und, kannst du das mal kurz vormachen? Ja, ich finde, sollte man das mal kurz vormachen. Hey, das ist eine gute Idee. Also den Maikäfer nehmen wir uns als erstes vor. Also Special Übung Maikäfer. Maikäfer, da geht man quasi von der gestreckten. Genau. Ja. Hoch, übergibt den in die Beine. Ja. Und dann rollt er wieder hoch. Ja, ach nee, den muss man oben. Den musst du halten, ne? Ja, das mal. Den ja die kann quasi ich auch wiederholen. Noch. Die kann ich auch noch. Mit dem Tennisball haben wir das früher gemacht. Genau, und kleiner je schwerer der Ball ist, desto leichter die Übung. Ganz leichte Übung. Ja, das finde ich super. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich zeige euch eine Übung, das einbeinige Kreuzheben. Ja. Wir brauchen im Drachenboot sitzend entsprechend so ein bisschen haben wir einen Druckbein auch, was in das Boot reinpresst, um dann auch Kraft aufbauen zu können. Und dafür ist dieses einbeinige Kreuzheben einfach super. Machen wir einfach mal, oder? Dass die Leute das mal direkt mal sehen, würde ich sagen. Ich nehme mir mal die in der Mitte, glaube ich. Das ist die leichteste, oder? Die habt ihr mir extra hingestellt. Das ist die leichteste, ja. Ja, das ist fair. Ja. Und ich darf euch anspornen. Ja. Super. Greif zu. Genau, die Idee ist, beim einbeinigen Kreuzheben, das drehe mich mal in so eine Seitlage, dass man es vielleicht ein bisschen sieht, dass man versucht, aus einem Bein heraus die Kraft aufzubauen, dieses Gewicht, die Kugel anzuheben. Das heißt, ich habe eine Hüftstreckung und somit Training
Oberschenkel, Gesäßmuskulatur und dann auch die komplette Rumpfmuskulatur, weil eigentlich will diese einbeinige Nummer mich ja wegdrehen, also habe ich auch einen gewissen Anteil an Rumpfkraft, der hier eine Rolle spielt. Und die könnt ihr gleich mal mitmachen. Ihr greift das Ding, versucht den Rücken gerade zu machen, leichte Beugung im Knie, die Hüfte, der Po schiebt so ein bisschen zurück und dann hebt ihr die Kugel an und versucht beim Anheben die Hüfte zu strecken, gesäßfest aufrichten und schön gerade werden. Genau. Atmung kann man dazu nehmen, einatmen, runtergehen, leicht antappen. Aufrichten, ausatmen und wieder Hüftstreckung. Genau. Macht mal noch so 2, 3 Stück. Ich gucke mir das gerne mal an, wie das so in eurem Bereich aussieht. Wie findest du das, Nadine? Ja, es sieht ordentlich aus. Ja? Ich glaube, wie ist das bei Frauen? Die können das auch so ansehen? Absolut, tatsächlich ja. Ja? Also die Frage ist ja für dich ganz wichtig und berechtigt auch. Ich würde ein leichteres Gewicht nehmen und erstmal mich rantasten. Wie viele Wiederholungen würdet ihr davon so machen? 15. 15, okay. Ja, ich würde schon auch so eher 15 bis 20 sagen, dass du eben für die Grundlage einfach so ein bisschen den Grundstein legst. Mhm. Und es ist ja auch wirklich wichtig, dass du eben so die Oberschenkelmuskulatur eben auch mittrainierst, die Gesäßmuskulatur, weil das hängt ja alles zusammen. Also absolut. Die ganze Rumpfmuskulatur, das merken wir auch. Also das hilft ja nichts, wenn du die großen Muskeln trainierst, sondern du musst das Ganze im Komplex sehen. Ja, also diese Komplexität, diese Muskelschlingen, die da miteinander arbeiten, genau. So muss man sie auch anfassen eigentlich und entsprechend trainieren. Find das ich gut. Ist ein guter Hinweis. Also das heißt nicht nur hier oberhalb Oberkörper, sondern gerade wichtig auch Beinmuskulatur und. Also nicht nur hier, sondern auch hier. Man muss, genau, man muss genau, es nicht nur hier richtig. Haben, sondern auch. Ja. Finde ich auch gut, ja. Nein, total, also absolut richtig. Man muss das in Schlingen, in der Komplexität denken und genauso ist ja auch dann die Weiterführung im nächsten Schritt in die Rumpfmuskulatur. Die Aussage mit 15 bis 20 Wiederholungen auch super im Drachenboot, weil am Ende ist die Strecke, die wir dort meistern müssen, schon etwas länger. Das heißt, es fordert, wir sind eher im Kraftausdauerbereich, da müssen wir auch ein bisschen in dem Bereich arbeiten. Hilft uns nichts, wenn wir da 100 Kilo zweimal bewegen und dann nach 2 Schlägen. Ja, da müssen wir Rodler müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil wir sind ausgelegt am Start auf 4, 5 Paddelschläge. Dann war's also das. Und da müssen wir unsere Kräfte ein bisschen haushalten und nicht gleich alles reinlegen, weil die ersten 10 Meter, wenn wir vorne sind, hilft ja nichts. Wir wollen ja nach den 500 Metern vorne sein. Performen. Ja. Ja, Philipp, du bist auch schon mal mitgefahren und es geht ja hier einmal über die Alster rüber und wieder zurück. Mhm. Und meistens ist es immer so, wenn man am Ende der Alster ist, dann lässt eigentlich schon die Kraft nach, oder? Ja, durchaus schon vorher. Also man muss nicht mal bis zum Ende der Alster kommen. Es ist also durch diese massive Länge eigentlich auch und die vielen Schläge wirklich extrem anstrengend und man kann sich in 2 Fahrten, die da dann stattfinden, komplett verausgaben. Also wenn man das möchte, sich da so reinsteigert, dann ist es durchaus möglich, danach all out fertig zu sein. Also der Tag ist dann gelaufen. Du darfst auch nicht Plätze tauschen. Also wenn du bei der Hälfte bist, dann darfst du nicht den Platz tauschen und die andere Hand belasten. Nee, dann also das heißt, du musst auf deiner Position sitzen bleiben und du am besten durchhalten. Und musst durchhalten. Also Strategie spielt auch eine Rolle. Ne? Nicht gleich alles reinlegen, sondern irgendwie auch Kräfte einteilen. Das, was du eben auch schon so ein bisschen meintest, müssen wir auf jeden Fall auch Wobei machen. Es ist immer so, dass man 2 Ersatzpersonen hat, damit man einmal durchtauschen kann, weil man hat ja nicht nur ein Rennen, sondern man hat gegebenenfalls 1, 2, 3 Runden so. Sogar, wo du... Na, da freuen wir uns doch, ne? Ja. Sehr gut. Finde ich super. Du hast es eben schon angesprochen, es geht ja im Grunde weiter. Ja. Die einbeinige Kniebeuge, die wir jetzt gezeigt haben, die zielt eben so ein bisschen auf Gesäß, Hüftstreckung ab, schon in die Beinmuskulatur und hat schon Rumpfkraft dabei. Aber extra mehr Beinkraft, was würdest du machen? So Favorite, hast du eine Favorite-Beinübung? Eine Übung, wo du sagst, die geht gut auf die Beine? Ja, so einen kleinen Ausfallschritt oder so, das kann man immer mit einfügen in so ein Training. Ja, absolut. Weil das ja auch die ganze Rumpfmuskulatur eben trainiert und da am besten gehen wir halt dann so in einen Ausfallschritt, kann die Hände mal in die Hüfte nehmen und einfach mal runtergehen. Absenken, raus. Langsam runtergehen und dann nochmal schnell hoch. Natürlich dann auch wieder das Bein wechseln, weil das soll ja nicht... Klar. Auf einer Seite bleiben, sondern halt dann auch gehen wir. Das heißt, unsere Ausfallschritte, sehr gut, die Explosivität nach oben kann man auch super mitnehmen. Im Übertrag, Paddel sticht ein, Zug wird aufgebaut, auch dann wird ja entsprechend wird Kraft aufgewendet. Der Druck aufgewendet. Genau, das heißt also, das ist schon ein extra Boost, den wir da eigentlich mitnehmen. Wiederholungszahlen, bleiben wir bei unseren 15 bis 20? Wahrscheinlich, ne? Ja, man kann aber auch das gerne mal mit Zeiten machen. Also du kannst gerne mal das Ganze 45 Sekunden machen und dann Wechsel auf dem anderen Bein und das Ganze dann 3 bis 5 Serien lang. Ja, also auch da trotzdem thematisch Kraftausdauer, wir bleiben in dem Bereich. Jetzt haben wir schon 2 Übungen, jetzt müssen wir die Rumpfkraft. Hast du eine Lieblingsübung noch für die Bauchmuskulatur, für deine Rumpfkraft? Naja, ich habe immer gerne diesen Medizinball.
darf noch nicht Vielleicht so. Kannst du die einmal erklären und die Jungs machen, zeigen uns die einfach mal. Also du erklärst sie verbal und die also Jungs ich würde sagen, ihr setzt euch einmal hin. Ich müsste jetzt einmal die Position wechseln, so ein bisschen. Und in der Tat würde ich jetzt dir zuwerfen, du fängst ihn auf und kommst wieder hoch und wirfst ihn mir zurück. Genau. Und das können und die das beiden noch gegen, die drehen wir jetzt mal zusammen. Ja, die genau, sind doch richtig. Also machen wir das mal so. Die kennt ihr doch auch, oder? Ja, ja. Oh, perfekt. Super. Genau, die Kugel müssen wir ein bisschen wegschubsen. Ne? Und ich sage dann immer meistens im Training, jetzt geht noch eine Steigerung und ein bisschen schneller. Oder die Arme nach hinten. Ja, genau. Das ist auch gut. Stark. Yes. So, so sieht nämlich Drachenboot-Training aus bei Donner und Reuschel. Ja? Genau. So bereitet man sich hier vor. Ich bin ja recht beruhigt, dass ihr das Training macht und ich meine, ist jetzt auch ein Boot, aber ja, wenn Philipp, ihr nur so trainiert, dann bin ich ja schon fein raus, oder? Naja gut, wir haben ja bald unseren Start, ne? Ja. Also zweimal im Monat ist jetzt angesagt so ein Training, oder? Also das Ganze wird zum Wettkampf, das finde ich super. Sehr gut. Ja, danke schön. Ich glaube, für eine Komponente, die wir vielleicht noch hinzufügen können, so als letzte Übung, ist so die Zugkraft. Ja, wir haben ja auch einen Zugkraftanteil und da kann man auch sehr schöne Übungen machen, kann man auch mit einem Gewicht machen, hier mit der Kettlebell zum Beispiel, und zwar das vorgebeugte einarmige Rudern oder auch das beidarmige, sodass wir da uns noch einmal eine Übung rauspicken, die eben diese Zugkraft nochmal abholt. Und dann haben wir, glaube ich, schon ein sehr rundes Programm. Beine, Rumpfkraft, Zugkraft, Druckkraft, kann man noch was dazu nehmen, da können wir auch nochmal überlegen und das überlegen wir uns, wenn wir richtig trainieren dann. Also da kommt noch was dazu. Also, Zugkraft. Schnappt euch mal eure Kugel nochmal. Wir zeigen die nochmal, würde ich sagen. Ich habe keine leichte Kugel. Nee, du kannst, du nimmst, kann. du nimmst den Yoga-Block. Ach so, ich nehme den Yoga. Das ist doch super. Oder? Dann bleibt es fair. Gut. Wir beugen uns nach vorne im Grunde, haben also eine Position, die so eine Vorbeuge ist. Der Rücken ist gerade und jetzt geht es darum, dass wir aus dem Arm ziehen. Also ihr dürft euch auch auflehnen, greift zu und dann zieht ihr durch, geführt den Griff Richtung Bauchnabel außen vorbei und senkt langsam wieder ab. Ihr könnt auch hier wieder eure Explosivität einbauen, dass ihr entsprechend beim Ziehen zügiger, schnell zieht und langsam wieder ablasst. Also richtig mit Schmackes, zack, und dann mit Kontrolle wieder zurück. Ja, das sieht gut aus. Gehen noch ein paar Jungs? Ja. So, schauen wir doch mal, wie das so aussieht. Exakt. Bei Goldmedaillengewinnern. Ich bin damit einverstanden bis hierher. Ja, absolut. Ja? Ich auch. Cool. Wir lassen die Jungs noch ein bisschen trainieren, oder? Ja, ja? Denke ich auch. Aber das haben die sowieso drauf. Wichtig ist, stabil zu bleiben, gell? Ja. Ja. Genau. Also ne, nicht ausbrechen, nicht plötzlich den Rücken rund machen, sondern Stabilität halten im Rumpf und dann das Ganze wirklich schön ziehen. Dann wird das auch eine Übung, die entsprechend ankommt und auch einen vernünftigen Nutzen hat. Wie oft trainiert er? Jetzt sind wir gerade in der Aufbauphase, wo wir viel Rumpfstabi machen und Ausdauerblöcke eigentlich jeden Tag, auch zweimal am Tag. Und so ein Rumpfprogramm ist eigentlich so zwei, dreimal die Woche dran bei uns. Und wie viele Stunden? Ja, es kommt darauf an, welche auch das Programm. Ja, welches Programm du hast. Ein bisschen aufwärmen, das gehört natürlich dazu, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Absolut. Und es zieht sich dann schon so anderthalb Stunden, so ein Rumpfprogramm, wenn man das ordentlich macht mit Pausen. Mhm. Also ich weiß ja, dass ihr beide berufstätig seid auch noch. Und wie, genau, aber ja, wenn du brauchst ja eine wahnsinnige Disziplin, darauf will ich nämlich jetzt gerade hinaus. Gerade wenn du im Job bist und tagsüber dann gut arbeitest, sich dann noch zu motivieren, abends noch Training zu machen oder morgens ganz früh, wie ist das? Ja, ganz so ist nicht. Also wir sind bei der Behörde, Spitzensportförderung, Bundespolizei, der Tobi und ich bin bei der Bundeswehr. Und da ist schon so, dass wir da freigestellt sind. Wir machen zwar die Feldwebellaufbahn, der Tobi die Polizeimeisterausbildung und muss mich korrigieren, wenn ich bin ja nicht ganz so bei der Bundespolizei drin. Ja, genau. Und da sind wir dann freigestellt und müssen dann einmal im Jahr Praktikum oder Fortbildung oder irgendwas machen. Aber ansonsten wir schon Montag bis Freitag trainieren, zweimal am Tag. Das ist natürlich Luxus. Das würde das, glaube ich, auch gar nicht gehen. Sonst würde es nicht gehen. Nein, und wir sind echt froh, dass wir die Unterstützung haben, weil ohne der wäre es nicht möglich. Ja, ich bin gerade bei der Bundespolizei und mache einen Aufstieg. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Aufstieg zu machen und ich bin tatsächlich jetzt jeden Tag in der Ausbildung in der Schule von 7.15 bis 15.35 und sitze da eigentlich die ganze Zeit und lerne. Und danach machen wir unseren Sport noch. Also das musst du einfach durch und da musst du auch mal die Zähne zusammenbeißen, auch wenn es mal irgendwie draußen regnet oder du keinen guten Tag hast. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du dann
ja, auch gerade da was machst, weil das sind die Einheiten, die dich dann voranbringen. Mhm. Das stimmt, das ist richtig. Also Motivation und gerade vor oder nach dem Job, das ist immer so ein bisschen der innere Schweinehund zu besiegen und eigentlich ganz wichtig. Genau, das stimmt. Wir hatten ein paar schöne Sachen, glaube ich, im Bereich des Drachenbootrennens und haben ein paar Übungen gezeigt, die ihr zu Hause machen könnt, um einfach auch euch vielleicht auf das nächste Drachenbootrennen vorzubereiten. Vielleicht sind ja noch ein paar dabei, die das auch machen. Absolut. Hoffentlich haben wir nicht die geheimsten Tipps jetzt hier rausgegeben. Nein, bestimmt nicht. Genau. Wir haben das Training ja noch vor uns. Genau. Und wir freuen uns, dass ihr auf jeden Fall dabei seid. Absolut. Und wir dann am 10.06. an den Start gehen. Genau, wichtig, nie den Spaß verlieren. Nee. Genau. Und ganz wichtig, die Regeneration, die muss man natürlich auch einhalten. Also viel hilft nicht immer viel, also man muss dann auch mal abschalten und einfach mal die Beine hängen lassen. In der Pause wächst der Muskel. Mal locker lassen. Sehr gut. Also, wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Danke. Ciao.